Moin, willkommen zurück zu Pokémon. Die haben uns ja letztes Mal Scheiße verkauft. Das ist lange her, seitdem der letzte Part hochgeladen wurde. Scheiße. Ja. Kleine Anmerkung dazu. Ich musste meinen Rechner neu aufsetzen. Er ist immer wieder abgestürzt. Da gab es immer wieder Probleme. Ich meine, einige von euch, die bei mir Gothic gucken, wissen ja, dass ich da irgendwie Probleme mit den Frames hatte. Zunächst. Die habe ich jetzt gelöst. Ja. Funktioniert jetzt. Ich habe jetzt übrigens, wo ich jetzt gerade aufnehme, Gothic 3 auch schon fertig aufgenommen. Und es war eine Sause, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So. Warte mal. Okay. Das ist ja lustig. Ich habe jetzt gerade erstmal nur Tastatur gehabt und jetzt kann ich wieder mit dem Gamepad spielen. Ja, das ist alles super. Alle nennen mich den Bärenmeister. Ich verstecke täglich Bären, weil ich möchte, dass die Menschen sie zu schätzen wissen. Also, du hast ja auch eine Beere verdient. Eine Ananas. Danke, tschüss. Der Bärensucher zeigt dir, worauf wir Bären darauf warten, von dir gepflückt zu werden. Wir haben ja noch nicht mal wieder was gemalt. Muss ich hier wieder was malen? Warte. So. Ja, das ist immer schwierig, mit der Maus so Augen auszumalen, warte. So. Ja. Ja, das Ohr ist schon eine Wohltat. Geil, oder? Das ist schon heftig. Guck mal, wie schön ich malen kann. Echt der Wahnsinn. Und das mit der Maus, Leute. Shoutouts an den Mettbaron, der ist ein Hengst. Okay, jetzt gehen wir von hier ab komplett die Stadt durch. Obwohl, warte mal, wir können ja jetzt hier noch Richtung Süden, oder? Wie war das? Oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Man muss ja irgendwo noch Orte haben, wo man Pokémon fangen kann. Wir starten einfach hier. Moin! Zu Herzhofen habe ich nur eins zu sagen, Pokémon-Wettbewerbe. Ich werde mit meinem Lieblings-Pokémon daran teilnehmen. Herzhofen ist ja so schön. Jedes Jahr wird es zur schönsten Stadt von Casino gewählt. Das ist so schön. Die Hosen auf, ja, das ist schön. Boah. Natürlich komme ich hier nicht lang. Ich bin weit gereist, um an diesen Wettbewerben teilnehmen zu können. Hallo. Ich gab meinem Pokémon viele Knuspe. Jetzt bin ich zuversichtlich, dass wir die Wettbewerbe gewinnen werden. Na, lass sie mich wieder hier nicht durch. Als Kameramann macht es mich glücklich, so viele verschiedene Pokémon in den Wettbewerben zu sehen. Die Wettbewerbe sind interessant, aber die Ruinen von Trostu auch. Einfach ohne Grund, die stehen da einfach. Die haben wahrscheinlich gedacht bei Pokémon, oh fuck that, ich muss mir jetzt gar keinen weiteren Grund ausdenken, warum man hier nicht durch kann. Man kann es einfach nicht. Ich pack da einfach mal irgendwas hin. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Dann hast du zwei Herausforderungen, die Arena oder den Wettbewerb. Beides schwierig. Und hier auch! Hallo, hallo, willst du ein Pokémon-Ei? Das wurde in der Pokémon-Version in Trostu gefunden. Möchtest du es haben? Ja! Da, hier, bitte. Geil. Ich habe etwas über Eier gehört. Wenn du mit diesem Ei und mit energetischen Pokémon reist, schlüpft etwas. Das hat mal jemand behauptet. Vielleicht Professor Lind aus Johto? Ist nicht möglich. In der Pokémon-Pension in Trostu wurde ein Ei gefunden. In Johto sind angeblich auch Eier gefunden worden. Sag mal, was ist denn das? Das ist schon immer wieder das Gleiche. Ich meine, in der ersten Staffel gab es Scharnierer. Das ist den ganzen Tag verdammt nochmal mit dem Ei im Bauch rumgelaufen. Das hat man gesehen. Da war ein Ei drin. Meine Fresse. Das gibt es doch nicht. Und jetzt hier sind diese... Oh mein Gott, es scheint ja doch Eier zu geben. Und verdammt nochmal, in jedem verfickten Pokémon-Center steht so ein Scharnierer rum. Das ist nicht so von wegen. Habe ich nicht gesehen. Das hat jeder schon mal gesehen. Ich bin den weiten Weg von Huin hierher gekommen. Ich wollte zur Wettbewerbshalle, aber ich habe mich verlaufen. Zum Glück haben mir die freundlichen Leute hier den Weg gezeigt. Oh nein! Nein! Bitte nicht! Dich kenne ich schon! Was war das hier für ein Haus? Ich habe das Schild nicht geachtet. Würstchenpension! Pokémon-Fanclub! Alle Trainer sind willkommen! Pokémon nicht! Hi! Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV! Wie wäre es mit einem schnellen Interview? Vielen Dank! Lass uns am besten keine Zeit verlieren! Dein Jungblut ist ein sehr liebenswürdiges Pokémon, nicht wahr? Wie denkst du über dein Jungblut? Wieso ist das hier noch nicht freigeschaltet? Status, das ist ja.
Schambolzen. Oh. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Dieses Interview wird bald in einer Sendung ausgestrahlt. Schalte doch ein und sieh dir an, wie du im Fernsehen rüberkommst. Nein, es gibt so Sachen, das will man nicht. Hey! Knapp, knapp. Knibbi. Knibbi Krebsi. Krebs, moin. Und da ist Teriyaki. Moin. Hallo, hallo, ich sage mal, wie geht es dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du deine Pokémon, ich sage mal, belohnen willst, was wirst du dann tun? Nun, ich sage mal, was mich betrifft, ich gebe ihnen einen leckeren Knorsch. Warum, fragst du? Weil ich damit, ich sage mal, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Zum Beispiel, wenn ich sage mal, meinem Pokémon einen süßen Knurps gebe, gewinnt es deutlich an Anmut. Ein anderes Beispiel, ein scharfer Knurps, ich sage mal, schenkt meinem Pokémon Coolness. Deswegen sind Knurpse, ich sage mal, sehr wichtig und sehr gesund für alle Pokémon. Also dann, ich sage mal, hiermit schenke ich dir diese Knurps-Box. Knurps. Viel Vergnügen, sage ich mal. Oh, es gibt wirklich Leute, die haben sowas. Ich habe das auch teilweise. Und das Problem ist, das haben viele Leute, die ja in solchen moderierenden Positionen stehen. Die immer mal wieder ganz viel labern müssen. Denen fällt das auch nicht auf. Deswegen ist das bei Fahrlehrern sehr, sehr, sehr verbreitet. Also bei Fahrlehrern, die den Fahrunterricht machen, die dann vorne stehen. Ich kenne kaum einen Fahrlehrer, der nicht so einen Tick hat, dass er irgendeine Phrase hat, die immer und immer wieder kommt. Mein Fahrlehrer hatte die Phrase mit allem, was dazu gehört. Aber immer, immer, mit jedem, genauso wie er jetzt hier seinen komischen Satz da bringt. Keine Ahnung mehr, was das war. Der hat immer gesagt, mit allem, was dazu gehört, mit allem drum und dran. Ja, das ist, oh mein Gott. Ich sag ja auch immer wieder ganz viele Sachen. Nochmal. Und immer wieder. Und das fällt mir dann auch auf. Und ich finde das dann auch kacke, weil ich immer denke, ja, scheiße. Du sagst immer wieder das eine. Ist dein Verstand wirklich so unausgeprägt, dass du immer wieder und immer wieder das Gleiche sagst? Und dann sage ich, keine Ahnung. Wenn einer von euch weiß, woran das liegt, irgendwelche Hobbypsychologen unter euch, dann bitte, 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 sofort, sofort Bescheid sagen. Okay, das war jetzt. Fülle ich sie, ich sage mal, mit vielen Knospen und verteile sie großzügig an deine Pokémon. Ja, wie mache ich die denn? Okay, ich gehe jetzt mal einfach an die Box hier ran und dann rappeln wir da mal ein bisschen. Knurpsbox. Das ist genau so, habe ich mir das vorgestellt. Nix drin. Hallo. Willkommen im Pokémon-Fanclub. Oh, dein Teriyaki. Es mag dich. Es ist sicher gerne bei dir. Tja, gewöhn dich schon mal nicht so sehr an mich. Du stirbst hier womöglich. Ach, ich habe ja schon ein Fahrrad. Ich habe gerade überlegt. Habe ich schon ein Fahrrad? Ja, ich habe ein Fahrrad. Apapu! Wenn ich mein Baby spazieren fahre, sehe ich die Stadt mit anderen Augen. Mir fallen Treppenstufen und Schlaglöcher auf. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Leute aus der ganzen Welt schauen bei den Pokémon-Wettbewerben zu. Was soll ich nur tun? Die ganze Welt wird mich sehen. Es gibt hier Wettbewerbe und wir haben den Platz der Treue. Da wir von überall her Besucher empfangen, halten wir die Stadt schön. Ist das hier so ein bisschen die Hauptstadt? Ich meine wirklich die Hauptstadt. Gibt's ja immer. Also die, wo am meisten los ist. Oh Gott. Ich bin in den Fahrstuhl gestiegen und ich habe noch nicht mal eine Nummer gewählt. Ich habe noch nicht mal ein Stockwerk ausgewählt und ich werde trotzdem nach oben gefahren. Das ist jetzt ein bisschen gruselig. Hallo, werde ich hier umgebracht? Ich habe etwas, was deine Pokémon halten können. Diesen Seegesang. Süß. Wenn dein Pokémon diesen Seegesang hält, bekommt es durch Schaden, den es zufügt, ein paar KP zurück. Das habe ich in den Ferien geschenkt bekommen, aber ich hatte es schon. Okay. Guten Tag, es ist Zeit für den Pokémon-Report. Wir beobachten die Trends rund um Pokémon, indem wir direkt mit den Trainern sprechen. Dann sehen wir doch mal den ersten Beitrag an. Hallo, ihr seid wieder einmal bei meinen Lieblings-Pokémon gelandet. Heute sehen wir uns Teriyaki, das Jungblut von Moin, an. Für Moin ist Teriyaki Schambolzen. Liebe Zuseher, berichtet uns auch weiterhin von den Pokémon, die euer ganzer Stolz sind. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Das ist so räudig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier der Einzige bin, der überhaupt irgendwas macht in dieser Welt. Der Rest in dieser Welt steht einfach nur so rum und redet immer wieder den gleichen Satz. Das ist unglaublich. Das ist doch furchtbar. Okay. Hallo. Nee, da muss ich nicht hin. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Ach, guck mal, schon mal wieder jemand mit Kind hier. Ja, der Kinderwagen wird von Tag zu Tag schwerer. Mit welchem Pokémon sich mein Kind wohl zuerst anfreunden wird? Mit Relaxo.
Knusperei leckere Knusperhäre einspazieren. Knus, Knus, Knus. Boah. Das ist ja jetzt schon ziemlich... Hallo. Gute Ernährung macht Menschen und Pokémon energetisch und glücklich. Da unterscheiden wir uns gar nicht. Hast du Beeren? Für gute Knusper brauchst du seltene Beeren. Und je mehr Köche du hast, desto leckerer werden die Knusper. Das ist auch wieder so ein... Hallo, hier kannst du Beeren kochen und aus ihnen Knusper machen. Möchtest du allein kochen oder mit anderen zusammen? Ich bin immer alleine, aber erstmal muss ich hier mit dieser Frau reden. Hallo, hast du schon mal gekocht? Ich erkläre dir immer wieder gerne, wie du leckere Knusper für dein Team zubereitest. Am Anfang musst du den weichen Teig sanft rühren, damit er nicht überkocht. Wenn er fester wird, rühre ihn stärker in großen Kreisen. Am Schluss wünschst du dir, dass er lecker wird und rührst noch schneller. Ich muss aber nicht pusten, oder? Hallo, möchtest du hier was machen? Info. Wirf die Beere in den Topf und fang an zu rühren. Die Pfeile zeigen dir an, in welche Richtung du rühren musst. Du musst schnell sein. Rührst du zu langsam, brennt es an. Aber nicht zu schnell. Bist du zu schnell, kocht die Masse über. Wenn du alles richtig machst, stellst du einen leckeren Knusper. Du kannst allein kochen oder eine Gruppe von bis zu 4 Leuten. Kommen mehrere Leute, werden auch mehr Knusper für jeden gekocht. Möchtest du allein kochen oder... Okay. Jetzt, fuck that. I'm cooking Knusper. So, jetzt geht's los hier mit der Himbeere. Erstmal rein in die Wurst. Ja, ich hab hier meinen Touchpen hier. Okay, warte. Kocht über langsam. Das kocht nicht über, das ist gut. Oh, muss ich jetzt nochmal neu klicken? Ja, guck mal hier. Nix da langsam. Das ist gut. Oh Gott, nochmal in die gleiche Richtung. Ah, es manifestiert sich. Oh nein, andere Richtung. Ja, von wegen schnell. Du musst dann auch nicht immer in die andere Richtung sein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hallo. In der Suppe ist es doch auch egal. In welche Richtung man das macht. Ich mache ja keinen Gummibärensaft. Ich mache hier sowas. Oh, jetzt andere Richtung. Scheiße. Los. Na Mann. Bin ich hier irgendwann mal fertig? Schnell, schnell. Ja, ich bin ja dabei. Fertig. Das sieht gut aus. Knuspe. Übergekocht, 4-mal angebrannt, 0-mal. Trockener Knusp, Level 6, mal 0-1. Moin, legte es in den... Nein, ich möchte hier nicht weiterkochen. Komm ruhig wieder, wenn du Lust zum Kochen hast. Uiuiui. Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wäre es mit einem schnellen Interview? Vielen Dank, lass uns am besten keine Zeit verlieren. Wie gefällt es dir denn, Knusper herzustellen? Ich fand das eigentlich ziemlich doof. Ich muss mal gucken. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Gefühle, die meinen Gemütszustand hier ausdrücken können. Gefahr, Geschick, Glück, Hoffnung, Lächeln, möchte. Die Noten, die sind raffiniert. Die nehmen die Kohle an. Nee, das müssen wir irgendwann mal später machen. Zerren? Unsicher. Nee. Connex. Mischkampf. Wifi. Level 50. Sag mal, wer sagt das denn? Welcher normale Mensch gibt sowas im Interview? Nee, das ist auch blöd. Danke, dass du die Zeit für uns genommen hast. Dieses Interview wird bald in einer Sendung ausgestrahlt. Schalte doch ein und sieh dir an, wie du im Fernsehen rüberkommst. Ich muss immer wieder... Wieso muss ich eigentlich immer Fernsehprogramm für euch machen? Verfolgt mich die Tante. Die ist immer hinter mir her. Ich gab meinem Pokémon ein Wasserstein und es entwickelte sich. Jetzt gehen wir hier in eine Kirche? Ist das hier eine Kirche? Seit wann gibt es in Pokémon eine Kirche? Was beten die denn an? Hier sehe ich meinen Vater und meinen Sohn und mein Leben. Und dort sehe ich die Natur und Pokémon und die Welt. Sachen herzustellen ist eine Kunst, die den menschlichen Geist erschöpft. Und wenn der Geist wieder geheilt ist, kehrt auch der Wunsch nach dem Erschaffen zurück. Ein wundervoller Kreislauf. Und hier ist doch nicht mal Musik. Einsamkeit ist ganz alltäglich. Sie verleiht mir Mitleid mit anderen. So freue ich mich auf eine glücklichere Zukunft. Und ich genieße die schönen Erinnerungen der Vergangenheit. Ja, die Zeit heilt alle Wunden. Wenn Menschen und Pokémon sich die Hände reichen, sind alle glücklich. Es bringt uns näher zusammen. Es bringt der Welt Harmonie. Es gibt Worte, deren Bedeutung noch nicht jeder erfassen kann. Sie lauten Liebe und Freude. Oh, was ist hier eigentlich los? Pokémon, Menschen, es ist ganz normal, dass wir uns voneinander unterscheiden. Beurteile ein Pokémon nie nach seinem Aussehen oder seiner Stärke. Suche nach seinen inneren Werten, seinen Charakter. Nur das zählt. Leute, das ist mir gerade ein bisschen zu hart. Alleine, dass sie keine Musik spielt und so weiter.
lieber hier raus, bevor ich noch gegessen werde. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.